gesehen für das allererste Mal. Cadillac Escalade. Sie müssen noch ein bisschen mit den Maßen. Das Auto sieht, glaube ich, größer aus. Also, oder man kann, ich kann es schwer einschätzen. Ja, die Motorhaube ist halt irre, ja. Gell? Man weiß nicht so genau. Die ist, man denkt, die ist voll riesig, ewig weit, aber die ist gar nicht so weit. Vorstehendes Manöver, wieso? Keine Ahnung. Der fährt sich echt zart wie Butter. Wie flüssige Butter. Hm, okay. So lässt sich fahren, ja, oder? Gestern konnte ich dabei noch die Augen zumachen. Jetzt fahre ich. Jetzt mache ich die Augen zu. Wie breit ist er denn? Ist der, achso, du hast schon gesagt, der ist. 2.1 so ist er ohne Spiegel. Genau, ja. Also okay. 2.1 ist er ohne Spiegel. Was aber ja nichts macht, eigentlich, weil die Spiegel so weit oben sind, dass man da selten Probleme hat. Das stimmt. Außer bei einem Transporter oder so vielleicht. Ja, bei LKW. Fährt sich angenehm. Da muss man kein Schalten, nix. Ich langweile mich gerade, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. So, irgendwas habe ich vergessen. Ja, ich kann voll die Maße von dem Auto beobachten. Es ist nix, niemand auf der Straße. Oh, schau mal, wie schön. Ja, wir haben so eine tolle Landschaft hier. Ich habe so gut geschlafen, als du gefahren bist. Bei der Rückfahrt dann, oder? Vor allem. Ja. Bei der Hinfahrt auch ein bisschen, aber bei der Rückfahrt, ich... Habe ich gemerkt. Ich dachte, ach, die letzten 100. Ich habe dann versucht, so leise wie möglich zu sein. Und dann habe ich so einen Mentos genommen. Ich darf keinen Krach machen, sonst wird sie wach. Ich will sie überraschen. Mein Plan war wirklich bis nach Hause, so, mit in der Halm. Oh, die Grenze, da bin ich wach geworden, gell? Ja. Also so mit der Größe hier jetzt? Das geht, ja. Ja. In Wien war es schon ein bisschen manchmal kritisch an manchen Stellen. Vor allem, du bist halt wirklich über den Autos, ja? Und wenn du rechts aus dem Fenster rausschaust, du siehst die Autos halt nicht, die rechts neben dir sind. Du musst hier rausfilmen, da wo die Autos vorbeifahren. Ja, genau. Also wenn man wirklich hier so auf Kopfhöhe ist, ja, ab und zu sieht man schon. Ja, ein bisschen sieht man es noch, aber wenn da so Motorhaube oder so, die siehst du wirklich gar nicht mehr. Und wenn du wirklich richtig nah dran bist, werden da so Stellen einfach, wo dann 5 cm, 10 cm noch Platz war, links und rechts, da siehst du das Auto nicht mehr, wo es aufhört und wo es anfängt. Die Straße ist ja auch relativ breit. Und wie du schon sagst, er ist ja nicht viel breiter als unsere und die Spiegel sind so weit unten. Die meisten Autos würden da drunter durchfahren. Das stimmt, ja. Ach, er hat mich gerade gleich auf die genau. Spur geschoben. Der schiebt dich wieder auf die Spur. War ich auf den Streifen, oder wahrscheinlich, was? Ja. Ja, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Das war gerade voll komisch. Ja. Er hat mich einfach rübergeschoben. Das kann man abstellen, wenn einem das nicht taugt. Also der erkennt die Spuren. Also es ist immer ein bisschen schwierig. Genau. Ist das geil. Und wenn du es noch weiter übertreibst, dann... warnt er dich. Also okay. Dann vibriert der Sitz und dann sagt er, Achtung. Aber es ist witzig, du hast das Lenkrad in der Hand und es lenkt plötzlich nach links rüber und du lässt es aber einfach. Ja. Du merkst, okay, es ist wohl gerade in Ordnung. Das ist aber wirklich ein Cruiser-Auto, mit dem willst du gar nicht schnell. Nee. Das ist so groß und behäbig. Ja. Man kann den natürlich auch auf Sport stellen, dann fährt er sich ja ein bisschen anders. Habe ich schon gemerkt. Ein bisschen härter, ein bisschen direkter. Oh, ich mag den Sound. Wieso? Ich bin gespannt, wie es draußen klingt. Ja. Aber die kleinen Hyundai überholt ja. Also es ist völlig okay für das Auto. Ja. Du bist drüber gekommen. Aber die nächste nicht mehr. Oh, jetzt will sie den Transporter abziehen. Aber da ist leider dann 60, ne? Ja. Aber wir müssen ja dann da irgendwo nicht... Also, ja, ist noch ein bisschen Platz, aber... Ja, aber wenn er schnell anfährt, ist es mir egal. Und wenn er nicht schnell anfährt, so wie der, dann bin ich froh, dass ich auf der anderen Spur war. Das stimmt. So weit oben sitzen und auf die Straße schauen können, das taugt mir schon. Mhm. Das gefällt mir schon. Also das Auto würde ich jetzt eigentlich ungern wieder her. Ja. Ich liebe diesen
tote Wiki-Assistenten. Stimmt, ja. Jetzt sah aus. Hey, haben die noch rot? Die haben alle rot, ja. Nur rot. Für dich. Sind halt auch da rum. Da, wie leicht es mit dem geht. Das ist ja, ja. Geil. Ja, ich will darüber. Kannst du rausfahren? Ja, fahr, trau dich. Ja, fein. Ja, über mich siehst du nicht drüber. Du auch nicht. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts. Alles frei. Alles frei, gut. Ja, da sehe ich sogar schon, ich stehe perfekt gerade drin hier. Stimmt. So, noch ein kleines Stück. Aber wie ich rausstehe, schau mal. Mhm. Der Parkplatz ist zu klein für mich. Und jetzt warnt er dann gleich? Ja, bei versuch mal weiter. Noch hast du ja Blatt. Ja, ich rolle ganz langsam. Ich will nicht aufs Gas treten. Mhm. Ich lass nur die Bremse los. Naja, jetzt rollt er nicht mehr. Aufs Gas trete ich jetzt nicht mal. Nee, es bringt okay, jetzt wieder dran ziehen und auf P. Genau, zu dir ziehen und auf P. Tada! Okay, und dann die Bremse. Jawohl. Finito. Strom aus. Cool. Oder Gas. Ist ja kein Strom. Cool, oder? Gefällt mir, ja. Ja? Also, ich hab's mir viel schlimmer vorgestellt. Also, ich könnte mir voll vorstellen, das Auto für dich. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde mich auch voll wohlfühlen, weil du in diesem Auto hundertprozentig sicher bist. Ich liebe dieses Auto jetzt schon. Ja. Ich will es nicht wieder hergeben. Ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, hier ist voll weich. Ja, gestern bin ich hier auch Schuhe ausgezogen. Das hat sich so angefühlt wie bei Oma auf dem Teppich. War schon schön. Ja, hier ist voll weich. Auch hier und dem. Ist das dann irgendwie eine besondere Ausstattung, oder? Nee, was kostet der? 103.000, hat er gesagt. So. Ja, irgendwie so, ja. Sieht doch voll schön aus, ja. Also schön, ja. Leder. Holzapplikationen, ja. Alcantara und Ledermischung. Ja. Ist alles relativ unauffällig. Ich finde es auch ganz schön. Schlicht und schön. Ja. Das Einzige, was ja auch schon viele andere gesagt haben, ist das hier halt alles. Ne? Du hast hier überall Touchfelder. Ja. Du hast irgendwann überall Dacia und Fingerabdrücke. Da putzt du dich dämlich. Ja, gut. Aber es hat so ein bisschen so das Cadillac-Zeichen, ja, genau, so darstellen, gell? Ja. Ja, gut, komm. Ich habe das jetzt gestern so oft angefasst. Also. Ja, ich habe es jetzt auch schon sauber gemacht. Ach, du hast sauber gemacht. Ja. Okay, ja gut, mei. Zieht halt auch Staub und so mag ich ja, an, gell? Ja, das stimmt. Aber ist halt blöd für so ein edles Auto, aber mei. Wer sieht schon von innen, ne? Wenige. Eben. Nur also die hier mitfahren. Okay, auf geht's.